Halli, hallo und natürlich auch noch das Hallöchen hinterher. Willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit My Time at Port hier. Und Post haben wir leider nicht. Naja, Unfälle passieren. Aber wir können auf jeden Fall erst einmal sehen, dass wir rechtzeitig zur Handelsgilde kommen. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Wobei, ich muss erst ja noch einen Auftrag abgeben. So war das, glaube ich. Und irgendwie muss ich hier rein. Ach, herrje. Ist das etwa auch von Angie gewesen? Nö, das ist hier bei der Stadt gewesen. Nee, dann muss ich hier ausharren und mir irgendwie einen geilen Auftrag gleich schnappen. Kurz nachdem ich den anderen abgegeben habe. Das wird ein Spaß. So, zack, einmal rein. Dann schnell den Auftrag abgeben. Genau, ich bin schnell effizienter Handwerker. Ich weiß, ey, nö, du kommst mir nicht in die Quere. Ein Porzellanteller, ja, den nehme ich. Glaube ich. Was gibt's hier noch? Wassermotor. Ah, hätte mir, glaube ich, mehr Geld gebracht. Und dann schnappe ich mir noch das. Einmal noch für die Brücke was arbeiten und dann... Dann ist die Brücke, glaube ich, sogar fertig. Das könnte dann auch ganz amüsant werden. Ja, müssen wir mal sehen. Aber wir müssen auch noch was anderes dran denken. Denn die Nora, die hat Geburtstag. Und wenn wir da nicht dran denken... Oh. Dann ist das böse. Was braucht es denn noch, damit wir hier unsere Beziehung zu Son... Oh. Nicht mehr lange. Bei Lee haben wir es ja schon geschafft. Bei Emily auch fast. Gail sind wir auch gar nicht so schlecht unterwegs. Was auch mit den ganzen städtischen Aufträgen zusammenhängt. Aber wenn ich sehe, wie viele Herzen oder Sterne es gibt. Boah. Da frage ich mich auch so ein bisschen, wie soll man das schaffen. Aber vermutlich geben die Dates dann etwas mehr Beziehungspunkte. Und ja. Dann geht das Ganze auch irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann einmal, alles wird sich ändern. So, hier können wir noch ein bisschen davon reinknödeln. Da knödeln wir das rein, jawohl. Da können wir das machen und hier können wir dies machen und munter geht's weiter. Kupferbahn, ja, wir haben ja genug Kupfer rumliegen. Da können wir faszinierenderweise auch nochmal Kupfer nachjagen. Carbonstahlbarren. Oh, soll ich noch mal... Ja, komm, ich mach noch eine Fuhre. Wird schon nicht mein Schaden sein, sagte er und dann passierte der Schaden. So, und die Bronzeplatte nehmen wir auch noch mal mit. Da haben wir sogar noch ein letztes Röhrchen. Ah, deswegen hatten wir vermutlich nicht mehr so viel Bronze. Manchmal bin ich gar nicht so blöd, wie wo man denkt. Ja, und dann können wir ja hier ein bisschen verarbeitetes Zeug loswerden. Och, das passt auch noch irgendwie mit rein. Alles, was irgendwie verarbeitet ist, werden wir mal los. Energiestein und so. Nö. Ach, erhärteter Lehm. Ja, das ist gewissermaßen ja auch in die Richtung. Und ach komm, packen wir auch mit rein. Manchmal muss man ja auch ein bisschen Butter bei die Fische machen. So, das können wir loswerden. Dann... Oh, das hätten wir auch noch alles. Haben wir aber nicht. Hätte, ne? Ihr wisst schon. Nö. Teile. Wir brauchen doch hier Teile. Da kann man das zumindest unterbringen. Dann haben wir noch Platz für irgendwas anderes. Ich glaube nicht. Eieiei. Hier kann ich doch eigentlich auch noch... Nee, die Discs, die brauche ich. Da werde ich nämlich auch nochmal vorbeischnuppern. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. So. Monster Loot, da können wir wieder ordentlich was wegbreddern. Zum Bleistift. Dieses hier und... Oi. 41? Gar nicht mal so schlecht.
Wobei, nee, nee, das feine Leder, das brauche ich. Ja, das feine Fell, nicht Leder. Jedenfalls brauche ich es. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Die Kacke können wir auch reinpacken. Ist sowieso das Beste, dass man hier Kacke hat. Allein das macht das Spiel so schön. Zeugs 2, nö, das brauche ich gerade nicht. Aber Holz können wir hier mal ein bisschen einsortieren. Das wird uns schon nicht wehtun. Jo. Dann haben wir unser Inventar schon mal ein kleines bisschen gelichtet. Und können dann... Mist, ich muss noch mal rein. Sorry. Nee, aus dem einfachen Grund, dass wir hier königlicher Honig, Aprikosensaft, nee, das ist glaube ich auch nicht so förderlich. Lemon Juice bräuchte ich. Haben wir hier keinen Lemon Juice? Offenbar nicht. Vielleicht unter Zeugs oder so. Und der Zeugs findet sich auch kein Lemon Juice. Aber ich kann die Dinger mal loswerden. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Das ist die klassische Angelroute. Jo, die können wir wieder reinpacken. Kürbis. Oh. Eine Kürbistorte. Gibt doch welche, die das wollten, oder? Packen wir mal ins Inventar. Wieso habe ich keinen Lemon Juice? Was ist das für ein Saftladen im wahrsten Sinne des Wortes? Beziehungsweise ein Nicht-Saftladen. Das passt eigentlich noch mehr. Ärgerlich das Ganze. Und was hat denn hier... Der hat irgendwie ein Ausrufezeichen. Albert, was kann man dir antun? Sag schon, Paule. Hey Handwerker, du scheinst mein geselliger Typ zu sein. Hast du einen Moment, um einen alten Freund Albert unter die Arme zu greifen? Klar, klingt leicht. Großartig. Das ist großartig. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also, so sieht's aus. Du kennst doch Gast, oder? Großer Kerl, lange Haare, bisschen steif. Wir kennen uns schon lange. Er ist einer der Gründe, warum ich nach Portia gekommen bin, um die ANG-Bau zu eröffnen. Nun, Gast hat eine Schwester, Ginger, und sie ist einfach eine Schönheit. Ein wirklich atemberaubendes Mädchen. Es gibt nur... angeblich soll sie Gesundheitsprobleme haben. Ich kenne die genauen Umstände nicht. Gast weicht immer aus, wenn ich ihn darauf anspreche. Und hier kommst du ins Spiel. Ich brauche dich, um diese geheimnisvolle Schönheit aufzuspüren und mehr über sie herauszufinden. Sobald du mehr über sie herausgefunden hast... da hätte ich wieder nach unten gehen müssen. Zum Glück wissen wir ja, wo sie ist. Die ist nämlich wirklich versteckt beim Bürgermeister da Horm. So, einmal mit Alu, einmal mit... Ach, ich habe schon wieder keine Pfanne für ihn. Schande auf mein Haupt. Nee, ich brauche auch erstmal Saft. Wobei, ich muss mal kurz gucken. Kriege ich hier Saft? Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu schön, wenn wir Saft bekämen hier. Aber ich glaube, das habe ich schon mehrfach gehabt. Aber Sonja verkauft ja hier die Beverages. Von daher werden wir bei ihr doch sicherlich fündig. Aprikosensaft, billige Limo, Zitronenlimonade, da ist das Ding. Da, zack. Und damit gehen wir jetzt mal zu Nora, weil die fährt voll auf das Zeug ab. Es ist quasi ein göttliches Getränk, wenn man das so nehmen will. Ich hoffe nur, ich finde sie hier oben. Wenn nicht, haben wir ein kleines bisschen Pech. Und wir müssen aufpassen, ist Winter, nicht dass wir hier irgendwie ausrutschen auf dem Ganzen. Das wäre nicht so schön. So, nö, wir gehen mal hier hoch. Ist ja egal, welche Richtung. Und dann mal gucken, ob sie hier im Shop ist. Nee, nicht im Shop, aber da rennt sie rum. Hey, Nora. Alte Banausen, ich habe was für dich. Und zwar Zitronenlimonade, genau. Ah, du hast an meinen Geburtstag gedacht? Das ist wundervoll. Immer gerne. Springbrunnen, Badezeit. Mist. Okay. Ich habe das größte Problem des Spiels erkannt. Wir dürfen nicht im Weihwasser baden.
Aber wir haben hier ein Piano. Vielleicht mit der Axt. Och, wieso macht das keine Musik? Ich bin todtraurig. Ach, und die Truhe, die habe ich nicht genommen. Da wurde ich ja schon mal drauf angesprochen. Jetzt habe ich sie. Ah, Salpeterbaumsamen. Ja. Jahreszeiten alle. Nach 12 Tagen voll entwickelt. Salpeter kann geerntet werden. Das wäre brauchbar. Ja, nehmen wir. Davon holen wir uns... Ui, das braucht ordentlich Dada-Discs. Großer Pflanzkasten. Ja, das besitze ich ja. Genau, 5 Stück davon. Und dann kriegen wir Salpeter. Das Problem ist aber auch hier, dass ich den Platz dazu eigentlich gerade gar nicht habe. Hä? Ich glaube, das ist ein Problem, das uns noch viel verfolgen wird, bevor wir das Ganze dann endlich mal ausgebaut bekommen. Ah, Porzellanteller. Ah, da weiß ich doch, wo ich den bekomme. Lasst mich durch. Ich bin Arzt, eigentlich nicht, aber egal. Ich kenne einen Arzt. Dr. Xu oder Xu oder wie doch immer hier ausgesprochen wird. Nicht zu verwechseln mit Pikachu. Der ist nämlich irgendwie was anderes. So, haben wir hier noch irgendwie Porzellanteller. Da, genau. Einen Porzellanteller. Und den können wir dann abgeben. Hohoho. Was bin ich nur für ein Banause? So, einen Porzellanteller für 60 oder so. Und wie viel kriege ich dafür? Da ist er. Kriegen tue ich dafür um einiges mehr. Will ich mich auch nicht beschweren. Wassermotor, aber den kann ich glaube ich nicht mal annehmen. Nö, ich habe heute schon einen angenommen. So. Das ist Pech. Komme ich eben anderen mal wieder, da habe ich irgendwie auch keine großen Schmerzen mit. So, Nora haben wir abgehakt. Forschungsgedöns, genau, da können wir nochmal vorbeischnuppern. Wie viel Geld habe ich gerade? 20.000 etwas? Ja, es geht in die richtige Richtung. Hey, bye, mit dir will ich auch nochmal schnacken. Einfach, weil ich es kann. Und mit der Martha auch. Wunderbärchen. Och, Pinky, mit dir schnack ich nicht. So, hier möchte ich natürlich hin. Die Merlin, nee, mit der will ich ja gar nicht schnacken. Mit Petra will ich schnacken, weil wegen Forschung. Hi, did you discover something new? Ich habe so viel Neues gedingsbumst. Ach komm, hau ich nochmal 30 rein. The data corruption on these discs. Oh, 50 Dinger für eine Forschung investiert, aber wir haben ja derzeit einiges auf Tasche. Von daher ist es nicht unser Schaden. So, haben wir das auch schon auf unserer nicht vorhandenen Liste abgehakt. Oh ja, Frau Lehrerin, lass dich mal beplaudern. Holly is the brainiac at our school. Ja, mir doch egal, wer die Beste ist, das solltest du nicht verraten. Die hat irgendwie ihre Lieblingsschüler, habe ich den Eindruck. Das ist nicht in Ordnung. Nee, hier will ich doch hin, irgendwie wo. Ich will doch noch Dinge tun. Ah, da war Polly. Ich dachte mir, Polly will einen Keks, aber nee. Polly will lernen, offenbar. Da brauche ich auch gar nicht die Busstation nehmen. Da kann ich ja genauso gut hier gleich anfangen, mich an die Schluppis ranzumachen. So, einmal hier das Eisenschwert geschnappt und einfach mal an den Weg gehen. Ich meine, warum nicht? Immer mal einen anderen Weg. Neue Perspektive auskundschaften. Spricht doch eigentlich nichts gegen. Und ja, hier. Truhen können wir auch nochmal schnappen. Mit einem seltsamen Spiegel. Nennt mich Till, ich halte euch den Spiegel vor. Hier geht es runter. Wo geht es denn überhaupt? Ach, da hinten geht es dann wieder hoch.
Okay, nö, ich will einmal hier runtergehen. War ich noch gar nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob ich hier wirklich durchkomme. Nee, ist nicht. Aber da ist eine Truhe, von daher will ich mich auch nicht beschweren. Was ist denn in dieser Truhe drin? Eine Oh, das ist gut. Ihr wisst ja, die Dinger sind nicht so einfach herzustellen. Verdammt, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich glaube nicht, dass ich hier so einfach... Oh doch, das geht doch irgendwie. So, hier komme ich auf jeden Fall lang. Sehr schön. Ja, wir suchen uns unseren eigenen Weg. Sofern abseits des Mainstreams. Muss ja auch mal sein. Ein wenig die Gegend erkunden, die wir sonst nicht so im Detail sehen. Uiuiui. Das ist jetzt aber gemein. Aber generell, diese Ecke ist ganz gut, weil hier gibt es auf jeden Fall Schlurpis. Da ist er nicht. So, und du willst hier auch mal die Klappe halten, genau. Immer so vorlaut, die Viecher. Feiges Fell, ja, genau diese Dinger will ich ja haben, ne? Um nichts anderes als das geht es mir ja. Schlurpi, komm her, du. Gibt es hier noch irgendwie Schlurpis oder so? Ah nee, da geht's ja runter, genau. Ich erinnere mich dunkel. Muss ich vielleicht nochmal gucken, ob es irgendwo eine Karte gibt, auf der die besten Schlurpi-Plätze verzeichnet sind. So, lass mich durch. Ich will Schlurpis jagen. Danke, bitte. Oh, das wäre auch perfekt für ein YouTube-Video, so ein Tutorial. Die 10 besten Schlurpi-Plätze. Tja, ich wäre froh, wenn es überhaupt 10 Schlurpi-Plätze gäbe. So schaut die Realität aus. Wir könnten theoretisch auch noch ein paar Penbats irgendwie vertrimmen. Die suchen ja auch nur so ein bisschen nach Ärger. Mehr oder weniger. Nö, aber erstmal. Eieiei. So. Und einmal wieder weiter. Vielen schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, aber ich ziehe dann mal weiter. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Nö, nicht wirklich. Na dann, auf geht's zu neuen Schlurpis. Da geht ein Pieper-Schlurpi-Mann um mein Häuschen rum. Naja, wäre schön. Ja, so ein Haus-Schlurpi hätte was. Der so angewartelt kommt, wenn ich nach Hause komme. Och, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Kosmos, mein erstes Schlurpi. Ich entdecke hier gerade Marktlücken. So. Ja, mit euch wollte ich mich eigentlich nicht abgeben. Tut mir leid, aber jetzt muss ich es offenbar doch. Da tanzt ein Biber-Schlurpi-Mann. Frage ist nur, wo viel du? Viel du, viel die? Ein Schlurpi finde ich nie. Nö, geh mir einfach mal nach Hause. Ich finde keine Schlurpis mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Hier sehe ich auch gerade keine Schlurpis, aber ich sehe Bambus-Papaya.
und noch mehr Bambus-Papaya. Ach, ich sollte eigentlich Ginger finden. Ja. Die werde ich demnächst mal finden. Ich weiß ja, wo sie ist. Das ist ja nicht so das Problem. Aber so eine Truhe kann ich noch mitnehmen. Ja, und wieder eine Errungenschaft. Treasure Hunter. Jede Folge eine Errungenschaft. Belebt auf jeden Fall. So, Schultertasche habe ich ja auch. Das ist schon mal ganz fein. Da muss ich mal sehen. Brückenturm, Stahlträger, hast du nicht gesehen. Gedönsbums. Ui. 2000 dafür, dass ich... Ach, Mensch. Das muss man lieber haben. 2000 Geld für nichts. Herrlich. Der hat es, glaube ich, echt nötig. Na schön, dann sind wir hier, glaube ich, auch erstmal fertig. Wobei, da können ja mal hier so Qualitätsleder, ne? So mal richtig schön ein vom Leder ziehen. Oh, feines Fell. 4 Stück für ein so ein Qualitätsleder. Ach, da... Boah, da blutet das Herz, ehrlich gesagt. Abgenutzte Felle zu richtigen Fällen. Vermutlich gibt es hier genau eine verbesserte Textilmaschine. Mit der kann ich sicherlich auch nochmal upgraden. Das gebe bzw. gilt es herauszufinden. Aber nicht heute, sondern wenn wir das Ding haben. Bis dahin, ciao, ciao und bleibt mir gewogen.